In diesem Video gibt's heute keine Bandlist-Reaction, sondern einen tieferen Blick rein. Was sollte die Bandlist bewirken und was hat sie letztendlich bewirkt? Und zum Schluss gebe ich dir meinen Hot-Take. Und da bin ich mega gespannt, was du darüber denkst. Also schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Punkt Nummer 1. Was sollte die Bandlist überhaupt bewirken? Wir haben ganz dringend einen kompletten Meta-Shake-Up, einen Overhaul, eine komplette Grundsanierung gebraucht. Denn fast alle hassen dieses Format. Der Beweis dafür sind die letzten YCSs, vor allem in Amerika, wo einfach immer weniger Leute aufgetaucht sind. Daran sieht man auch, wie wichtig eine gute Bandlist ist, gerade für die Meta-Schwitzer unter uns. Denn da haben wir auch einige Videos und Influencer gehabt, die in der letzten Zeit gesagt haben, yo, ich verlasse das Spiel oder ich wechsle in ein anderes Kartenspiel. Yugi Boomer oder eher Casuals wie mich zum Beispiel tangiert die Liste nicht so hart, aber ist dennoch wichtig. Du musst dir das vorstellen wie in einem Videospiel, zum Beispiel League of Legends oder Overwatch oder so. In einem kompetitiven Spiel, wo es eine Meta gibt und Meta bedeutet Most Effective Tactic Available. Da grinden die Meta-Schwitzer Tag ein, Tag aus dieses Format. Und das Format hat erstens keinen Spaß gemacht und zweitens ging es zu lang. Snake Eyes ist seit 10 Monaten das mit Abstand beste Deck und jedes Set, was rauskommt, boostet dieses Deck einfach noch mehr. Und in solchen kompetitiven Spielen gibt es dann in der Regel so Balance Changes, damit dann die Meta, also die meiste effektive Taktik, die verfügbar ist, dann einmal komplett umgeändert wird, damit es spannend bleibt und die Spieler weiterspielen. Und Konami hat mit der Banlist richtig lange auf sich warten lassen, so viel Hype wurde geschürt und die Erwartungshaltung war so groß, eine richtig ordentliche Banlist zu machen, die reinschallert. Aber haben sie das mit dieser Banlist erreicht? Kleiner Disclaimer, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, was hat die Banlist tatsächlich bewirkt? Den Metaschwitzern in der Yu-Gi-Oh! Community kann man es erstens eh nie recht machen, denn es gibt immer irgendwas zu meckern. Und zweitens sind auch nicht immer alle einer Meinung. Also man sieht es zum Beispiel bei Max C, da gibt es immer noch eine kleine Community, die sagt, das ist richtig, dass die Karte legal ist. Also die perfekte Banlist wird es nicht geben. Aber ich glaube trotzdem, dass Konami mit dieser Banlist nicht ganz das erreicht hat, was sie erreichen wollen. Und auch nicht das erreicht haben, was sich die Community wünscht. Gehen wir damit zu Punkt Nummer 2. Was hat die Banlist tatsächlich bewirkt? Die Top-Meta-Decks waren mit Abstand Snake Eyes, Yubel und Tenpai. Es gibt zwei FTKs, einmal den Gimmick Puppet Lock von Branded und tatsächlich das Gimmick Puppet Lock, das sich wirklich FTKt. Schon traurig, by the way, als Format, wenn es zwei FTKs gibt und das sind nicht die besten Decks, sondern so Rogue-Optionen. Like, what the fuck? Daran erkennt man auch nochmal, in was für einem riesigen Schlamassel die Yu-Gi-Oh! Meta steckt. Aber ich komme vom eigentlichen Punkt ab. Das sind die aktuellen Meta-Decks gewesen und schauen wir uns jetzt mal die Banlist an, was sich hier verändern wird. Du hast sicherlich schon einige Banlist-Reactions gesehen. Falls nicht, hier eine kurze Einordnung. Die Unlimits als auch Semi-Limits verändern gar nichts an der Meta. Bei den Limit 1 ist die Snake Eyes Consistency minimal angeschlagen worden, die Yubel Consistency minimal angeschlagen worden und die Branded Consistency minimal angeschlagen worden. Den Gimmick Puppet FTK, den gibt es nicht mehr, das ist gut und Tenpai ist jetzt 66% weniger toxic. Das liegt halt an dem Feldzauber, der sagt, dass deine Feuermonster in der Main Phase unaffected sind, was weder interaktives Yu-Gi-Oh! Ist, noch irgendwie Spaß macht, dagegen zu spielen. Außerdem haben wir bei der Limit 1 Sektion drei Hits, die ich persönlich sehr interessant finde, wo wir im letzten Punkt bei meinem Hot Take näher drauf eingehen werden. Das sind Prosperity, Skill Drain und Nachbars Gras. Die Gebannt Sektion ist für die Meta, also die Balance des Spiels, heute am interessantesten. Lacrima ist gebannt, das hat keiner gecallt, weil die Karte so neu ist. Ist in dem Fiendsmith-Deck gewesen, um in Rank 6 Plays reinzukommen, aber der Toxic-Part ist, ganz besonders im TCG, dass er einen Effekt hat, um dich für 1200 Lebenspunkte zu burnen. Und das sieht man dann halt immer in Turnieren, wenn du in Best of 3 spielst. In Master Duel haben wir das ja nicht, da gehen wir eher einfach rein in den Ranked und spielen ein Best of 1 Spiel. Das heißt, da wird die Karte nicht so relevant, aber im TCG ist es halt so, du bist fast in time, der Gegner shuffelt seine Handkarten, checkt sein Extra-Deck. Wie viele Karten hast du? 3. Ich check meinen Friedhof. Dann wird time gecallt und dann muss man halt einfach nur gucken, für alle, die es nicht wissen, wer am Ende der Phase, wo du jetzt gerade bist, wer Life-Points hast, hat gewonnen. Das heißt, okay, Summon Lacrima, Effekt, Burn für 1200, GG.
Das ist weder interaktiv, noch hat es irgendwas mit Skill zu tun und macht auch zum Zuschauen keinen Spaß. Finde ich also einen richtig guten Hit. Und wo wir schon mal bei uninteraktiver Toxic-Scheiße sind, Beatrice wurde gebannt. F in die Kommentare unten für Burning Abyss. Tut mir leid, Bros, aber Beatrice ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Sie hat einen Quick-Effekt, um irgendeine Karte vom Deck auf den Friedhof zu millen. Das ist halt natürlich ein bisschen zu strong, gerade wenn du mit den Fiendsmith halt so leicht in die Rang 6 Engine kommst. Deswegen hier auch, wie ich finde, ein richtiger Hit und ein guter Hit. Und wir bleiben bei uninteraktivem Bullshit. King Calamity wurde auch gebannt. Richtig gut, die Karte sagt halt, dass dein Gegner keine Karten mehr aktivieren kann. In einem Zeitalter, wo man ihn summoned in deiner eigenen Phase, also wenn du selber dran bist, war das vielleicht noch okay. Ich finde selbst nicht mal dann, weil die Karte sagt, du darfst nicht mehr spielen. Und Yu-Gi-Oh! Ist ja das interaktivste Kartengame von allen, die da draußen sind. Und Karten, die sagen, du darfst nicht spielen, finde ich dann immer irgendwie blöd. Und in unserem heutigen Zeitalter ist es halt so, dass man die Karte beschwören würde im gegnerischen Spielzug mit Centurion. Also die Karte hätte auch schon vor ein, zwei Banlisten auch schon gehen können, aber dass sie jetzt weg ist, auch natürlich tipptopp. Und zu guter Letzt Appaloosa. Ich denke, dieser Bann wird die größte Auswirkung auf die Meta haben. Nicht nur schwächt es das Endboard vom besten Deck, erstens. Und zweitens macht es jetzt auch, dass Nibiru ein richtig ernstzunehmende Handtrap ist. Es ist ein super generisches Negate-Monster. Das braucht einfach zwei oder mehr Monster und dann hast du Negates auf dem Board. Was ich persönlich ganz gut finde. Und die Karte haben ja auch viele gecallt. Zusammengefasst, Unlimits und Semi-Limits, unrelevant. Limit One, kleine Consistency-Hits für die besten Decks. Und bei den Bans waren einige wichtige, meta-relevante Karten drin, gerade auch für die Endboards. Aber reicht das aus, um die Meta komplett zu verändern? Beim Punkt 1 hatten wir ja besprochen, alle haben es erwartet. Wir brauchen das aktuell, weil die Meta schon so lange gleich geblieben ist. Wir brauchen eine komplette Veränderung. Reicht das für die Schwitzer, für die Grinder, die das Spiel Tag ein, Tag aus spielen, dass es so ist, wie sich das alle ausgemalt haben, damit die Leute, die Yu-Gi-Oh! Gequittet haben, wieder zurück ins Game kommen? Wahrscheinlich nicht. Und das finde ich persönlich ist so schade, weil die Banlist ist an sich eigentlich voll gut. Viele der Meta-Decks wurden gehittet, die ich am Anfang von Punkt 2 aufgelistet hatte. Die Probleme wurden erkannt und angegangen, aber halt nicht hart genug. Für die nächsten 6 Wochen tauschen Snake Eye und Yubel einfach nur die Plätze, welches das beste Deck ist, aber sobald das nächste Mainset wieder rauskommt, ist Snake Eye wieder einfach das beste Deck. Und die anderen Top-Decks bleiben weiterhin die Top-Decks, Tenpai als auch Branded. Und die Unlimits helfen auch nicht irgendwie anderen Decks an dieses Power-Level anzuschließen. Und so bleibt die Meta, also die Most Effective Tactic Available, wir erinnern uns vom Anfang, dieselbe einfach. Es gibt halt kaum Veränderungen bei den spielbaren Decks. Klar, die Decks an sich, die spielbar sind, die werden sich jetzt schon ein bisschen verändern, aber es ändert halt nichts daran, welche Decks oben mitspielen. Und sind diese minimalen Veränderungen groß genug, um die frustrierten Yu-Gi-Oh!-Spieler zurückzuholen, die ganz aufgehört haben oder das Spiel gewechselt haben? Kann ich jetzt hier an der Stelle nicht beantworten, schreib du mir aber vielleicht mal in die Kommentare. Jetzt kam ein bisschen Lob, weil die Banlist fand ich schon gut, aber auch Kritik, weil die Banlist war nicht gut genug. Und damit möchte ich überleiten in meinen nächsten und letzten Punkt, wo ich auch einen Verbesserungsvorschlag bringen möchte. Punkt Nummer 3, mein Hot Take zur Banlist. Ich glaube, Konami bewegt sich gerade in eine Richtung, wo sie versuchen, die TCG-Banlist und die OCG-Banlist zu fusionieren. Ich gebe dir jetzt meine zwei Hauptargumente, warum ich denke, dass das der Fall ist. Und beim Argument Nummer 2 gebe ich auch den Verbesserungsvorschlag für die Banlist, was Konami hätte anders machen können. Die längste Zeit gab es halt diesen einen richtig großen Unterschied zwischen TCG und OCG, und zwar Max C. Jetzt kommt aber bald im nächsten Mainset Max C Light oder Max C Zero raus. Und meine Vermutung ist dann, dass im OCG zumindest Max C gebannt wird. Und wenn der Hauptunterschied dann endlich weg wäre, würde es ja Sinn machen, die beiden Banlists zu fusionieren, weil es wäre auch weniger Arbeit am Ende des Tages für Konami, weil dann brauchst du halt nur noch ein Banlist-Team. Und ich möchte mal hier über die Karten rüberhavern. Der große Unterschied ist halt, dass wegen Max C im OCG sind halt diese Banger-Karten erlaubt und im TCG ist halt das Power-Level theoretisch niedriger, weil du nicht so eine Instant-Stop-Floodgate-Karte aus deiner Hand abschmeißen kannst. Aber trotzdem hover ich jetzt hier mal rüber, zum Beispiel Snake Ash, TCG, OCG, Master Duel auf 1. Branded Fusion, TCG, OCG, Master Duel auf 1. Hier haben viele für den Sanctifier auch gesprochen, der den Gimmick-Puppet-Lock macht, also diesen FTK, haben sich aber hier dafür entschieden, Branded Fusion anzugehen.
finde ich, macht wenig Sinn, außer wenn man im Hinterkopf behält, dass sie versuchen, die beiden Banlists aneinander zu führen. Think about it. Auch hier Prosperity, Master Duel TCG OCG auf 1, als auch Skill Drain TCG Master Duel OCG auf 1. Und hier ist der Hit, wo ich mir dann dachte, okay, das muss doch der Move sein, um die beiden Banlists aneinander zu führen. Denn im TCG macht diese Karte gar keinen Sinn. Es gibt kein Produkt, es gibt kein Deck aktuell in der Meta, was von Grass vielleicht branded, aber eigentlich eher nicht, das von Grass profitieren würde. Das heißt, warum bringen sie diese Karte auf 1 zurück? Vor allen Dingen in OCG und in Master Duel ist die Karte mit dem Argument natürlich legal gewesen. Das Max C ist halt so eine Handkarte, die du abschmeißen kannst. Und wenn du dann 10 Millionen Karten specialen willst, weil Grass resolved ist, dann wird der Gegner das vielleicht nicht tun, weil du halt Max C hast. Und im TCG haben wir das aber gar nicht. Wir haben vielleicht Ash, um Grass an sich zu stoppen, aber wenn Grass resolved, haben wir fast nichts, um 20 Karten, die plötzlich im Friedhof aktivieren, irgendwie aufzuhalten. Also hier dieser Unlimit auf 1 macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn sie wirklich langsam über Jahre, das wird nicht morgen passieren, das wird nicht übermorgen passieren, das wird nicht in den nächsten 2 oder 3 Banlists passieren, aber wenn wir hier diese Bewegung sehen, dass dieselben Karten auf dieselbe Limitationsstufe gesteckt werden, dann finde ich, macht das schon Sinn, dass man hier langsam aber sicher die Karten angleicht. Vielleicht über einen Zeitraum von so 5-6 Jahren oder so. Und mein letzter Punkt, wo ich jetzt auch den Verbesserungsvorschlag für diese Banlist geben möchte, warum ich denke, dass die TCG und OCG Liste vielleicht in ferner Zukunft aneinander fusioniert werden könnten, ist halt einfach die Politik, wie gebannt wird. Also die sind sich nicht zu schade, harte Hits zu machen. Appaloosa, krasse Karte auf jeden Fall. Und auch Lacrima, eine neue Karte. Also hier, da ist fast nichts off-limit. Die wagen ja alles. Aber sie haben, also ihnen muss bewusst gewesen sein, dass sie Snake Eye mit einem Limit von Ash und Poplar auf 1 nicht umbringen. Die Meta wird nicht durch diese Hits komplett verändert. Das muss ihnen sicherlich bewusst gewesen sein. Aber es ist dieselbe Banlist-Politik wie in Master Duel und in OCG. Da werden Decks ganz selten direkt gekillt, sondern sie werden halt einfach nur ganz langsam von der Consistency so gehittet, dass sie dann vom Power Level rausgeschiftet werden, sodass dann das nächste Deck übernehmen kann. Und an sich finde ich diese Herangehensweise an eine Banlist auch super gut, weil aktuell, wenn du dir das neueste Deck kaufen möchtest, kostet halt einfach Snake Eye so 1000 Euro oder wie auch immer. Und wenn du dann immer Angst haben musst, dass dein Deck direkt gekillt wird, wer kauft denn das neueste Deck? Obwohl, es gibt natürlich ein paar Crazies unter euch, die das dann trotzdem tun. Und ich glaube, die Yu-Gi-Oh! Preispolitik in TCG ist auch nochmal ein eigenes Videothema für sich. Das sollte man vielleicht auf jeden Fall machen. Aber du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Und mein Vorschlag, wie man das hier hätte anders herangehen können, ich finde, das ist okay, wenn du sagst, wir möchten das Deck nicht outright killen, aber einfach nur, weil Snake Eye schon seit 10 Monaten Meta ist. Ich glaube, Snake Eye, da hätte keiner geweint. Also die Leute, die sich Snake Eyes gekauft haben, haben jetzt schon seit 10 Monaten Spaß in Anführungsstrichen, mit diesem Deck. Und das Deck hätte man killen können. Warum ist hier nicht Flamberge? Ich glaube, wenn hier noch Flamberge gewesen wäre bei der Bandsektion, ich glaube, die Metaspieler, die wären so happy gewesen. Meine Meinung, schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, was für dich gefehlt hat. Und dann hätte auch niemand mit den Augen zweimal gezwinkert, wenn dann in der nächsten oder übernächsten Banlist dann Flamberge ganz vorsichtig auf 1 oder was auch immer zurückgekommen wäre. Dann hätte man Snake Eye an sich als solides Deck weiterhin spielen können, aber einfach nur für die Zufriedenheit, für die Grundstimmung einfach der TCG-Playerbase. Und das geht halt nicht an die Casuals, sondern wirklich die Metaspieler, die sich in die YCS stürzen, dass man hier Snake Eye auf jeden Fall aus der Meta eliminiert. Denn aktuell hat sich ja nicht so viel verändert. Was gibt es für einen Grund für die Metaspieler jetzt zurückzukommen, wenn es 1:1 dieselbe Meta ist? Und an dieser Stelle interessiert mich natürlich deine Meinung zur Banlist. Was fehlt auf der Liste? Was war zu viel? Was hätte noch gebannt werden müssen? Limit, was auch immer. Und was ist deine Meinung zu meinem Hot Take? Ich denke wirklich, die probieren die TCG und OCG Banlist zu fusionieren. Sieht auf jeden Fall für mich so danach aus. 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Jahre, was auch immer, wird noch eine Weile dauern, aber könnte meiner Meinung nach passieren. Lass mir auf jeden Fall deine Meinung dazu auch in den Kommentaren. Würde ich gerne eine Diskussion unten starten und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.